Oha. Schraubstock wieder zu. Naja, ich meine, jetzt ist es sowieso rum, oder? So, dann brauche ich einen Sechser Schlüssel, kann das sein? Ja. Irgendwie so. Sechser Schlüssel? Nee, kein Aufsatz, Schlüssel. Ah, ein Schlüssel. Da komme ich effektiv nicht hin mit dem Bit. Und dann holen Das wir mal einen Schlüssel. wird schwierig. Maulschlüssel oder was? Und dann noch einmal. Ja, einmal hier. Jetzt noch die blaue Leitung. So, die Fudelei hat ein Ende. Einmal neu. Schön. Jo. Können wir jetzt hier wieder dran tüddeln. Na. Wenn das wohl endlich vorwärts geht, doch. Da muss man ziehen. Okay. So, und jetzt kommt. Warte mal, ich glaube, den muss man. Wäre sinnvoll, wenn wir das unter die Ölleitung legen, weil wenn ich jedes Mal einen Ölwechsel mache, kann ich die Ölleitung nur 2 cm rausziehen, oder? Komm mal rum, zeig ich. Ja, klar. Also so wie es war. Ja, die waren, sie, also wir hatten sie so ausgebaut, ja, aber es ist ja auch nicht Sinn für, könnte ich es auch so drunter legen, oder? Unten drunter. Ja gut, da hast du da aber nicht genug Platz, weil. Ja, die, stimmt, ja. Hier kommt ja zu irgendwo eng, noch der Deckel drauf, der, wo der Ausschnitt oben sowieso schon scheiße war, glaube ich, ne? Ja, richtig. Ja, stimmt. Ja. Na, dann. Das geht nicht an, ist. Wollte mal einmal mitdenken, aber nein. Dann halt nicht. Da hat irgend so ein schlauer Ingenieur vorher schon gedacht. Und das war vielleicht nicht so gut, was der gedacht hat. Ist meistens irgendwie so. Ja. So. Oder mein Standardspruch, der Ingenieur war gerade eine Mittagspause und der Lehrling hat's gemacht. Nee, nicht rein. Fudelkram. Mhm. Jetzt ist der Sprengling schon wieder fort. Gibt's doch gar nicht. So, da kann man halt, ich stehe das jetzt mal hier hoch. Soll mal dein Glück probieren. Warte da, ach hier. Da, ja. So, da kommt jetzt der. Der blaue. Habe ich ja da, aufgeschrieben. Blau ohne. Okay. Ja, genau, der in der Mitte. Warte, so. Wo ist der da, das Loch da unten? Fummeln für Fortgeschrittene. Selbst mit Imbus noch. Imbus ist doch besser. Imbus ist immer besser. So, grün kommt hier in die Mitte auf den. Da. Wenn wir da hinkommen, dann müssen wir nochmal die Isolierung ein bisschen aufmachen. Die ich so schön gemacht habe. Und der rote wird dann unter den beiden durch nach oben gelegt. Nach hier oben. Da. Dann muss man die Schraube noch rausmachen. Gucken, da ist auf einmal ein Sechskant. Wo liegt denn der lang? Hier so normal, oder? Das Kabel. Boah. Ich glaube ja. Ja, doch, so muss es gewesen der Seite, sein. Der Seite ja, genau. Ist ein bisschen geht schlecht. Da ist ja Kette, Kettenschutz, alles Mögliche. Kriegst du es ran? Schwierig, ha?
das ist Chinesisch für fortgeschritten. So. Aber mindestens. Ah ja, dann am besten gerade Ölfilter drin. Sollen wir noch ein bisschen mit Öl nass machen und dann reinstoppen oder trocken? Nö, den kannst du eigentlich voll machen. Oder? Ich hab's ja immer voll gemacht. Bisschen Öl reinlaufen lassen. Also hier Loch, das muss so zu uns. Ja. Schon klar, so weit. Ich bin gerade etwas erstaunt. Warum? Weil der kein Beifahrtsventil hat. Hat das nicht hier unten im Motor, ganz hinten drin? Weiß nicht. Aber der alte ist doch genauso, oder? Das ist eigentlich ein KTM Spare Part. Ja. Dann ist es in Ordnung. Weil da musst du halt auch drauf achten, gell? Weil ja, wenn die bei Honda zum Beispiel, die haben das am Ölfilter. Okay. Und wenn du billige Ölfilter kaufst und die Vorspannung vom Bypassventil nicht passt, also dass es zu früh aufgeht oder so, dann läuft nämlich dein Öl am Ölfilter vorbei. Einfach mal so. Ungefiltert. Das wollen wir nicht. Nee, das ist nicht gut. So, die Schrauben liegen da. Ach ja. Sicher. Ja, und neue Dichtung. Das sagst du jetzt. Scheiße, sorry. Sagst du jetzt, weil das Ding so schön da drauf sitzt. Fail. Du darfst dich auch mal ein bisschen quälen. Ja, wir müssen ja auch einen von den drei Kabeln irgendwie nochmal die Möglichkeit geben, sich vielleicht da drunter zu verändern. Ja klar, logisch. Nein. Alter, ist mit den Kabeln, weißt du? Scheint aber ganz gut auszusehen eigentlich. Ich habe einmal in meinem früheren Leben, also zu meiner Zeit, wo ich so alt war wie du, bei einem scheiß Fiat X19 eine Kopfdichtung gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und das Einzige, was übrig geblieben ist, war der Öldruckschalter und ich habe das Kabel dazu gesucht. Also auf der Hand, wo der war. Oh, Alter. Unter der Kopfdichtung, zwischen Kopf und Motor. Alter Schwede. Oh. Seitdem bin ich mit so Kabeln und Dichtungen. Kuriert, kuriert. Ja, definitiv. Nee, sieht aber gut Weil aus. Gerade bei so einem Mittelmotor ist fürchterlich viel Platz. Nee, das einzige Kabel, was ja hier fehlt, ist das hier. Das geht hier runter. Nee, sieht gut aus. Ja. Jo. Übernehmen Sie. So. Ja, wenn wir die Kabelsituation geklärt haben, machen wir am besten erst die Kupplung, oder? Kupplung als nächstes, ja. Und danach würde ich sagen Kühler, ja? Dann weiter Elektrik-Scheiß und dann mal gucken, ob es dann irgendwann mal ein bisschen Krach macht. So. So ungefähr. Ja, so schätze ich mal, das Pi mal Daumen der Schlachtplan. Ich finde das immer noch geil, hier das Nähmaschinenöl. Ey, KTM hat das so vorgeschrieben, das muss so. Ja, ja, ist klar. Deswegen kann man für das Ding auch, was kostet das? Amazon 9,99 € war das günstigste. Bei KTM selber hätte die Brühe 15 Euro gekostet. 100 Milliliter. Ja, eigentlich traurig, ne? Ja. Also beim Entlüften sparsam sein, Leute. Ja. So, jetzt einmal Starterin, ne? Die ist schon drin.
Hexone noch irgendwo? Ah, jetzt. Die Frage, ob die überhaupt flüssig ist. Ja, schon. So, also normalerweise soll man das ja von unten nach oben durchdrücken mit einer Spritze. Allerdings hat man da das Problem, wenn noch die alte Suppe da drin ist, dass es hier oben ganz schön Sauerei gibt. Also ziehen wir das durch. So, Kaffeepause ist rum. Wir haben uns ja jetzt doch dazu entschieden, das von unten durchzudrücken. Weil das Gefäß das so hergibt. Ja. Also wahrscheinlich ist das dafür so. Ja, oder? Wahrscheinlich. Aha. Warte mal. Ich guck nochmal, ob hier auch noch was rauskommt. Nö, eigentlich nicht. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, ohne Sauerei zu machen. Mal gucken. Ah, hier oben kommt es jetzt langsam. Okay. Aber keine Luft mehr. Ja, langsam. Ich sag mal, ein bisschen unter Halbzeit sind wir gerade. Gucken, was du machst. Du drückst immer noch kräftig. Mhm. Ja, so also gefühlt ist das schon einen halben Liter durch. Aber das läuft halt einfach nicht, ne? Also wie viel wird da jetzt durchgegangen sein? Ich schätze mal 50, ne? Weniger. Ja, weniger. Du kommst so ganz schön weit mit, glaube ich. Ich hätte es nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber es macht dann schon Sinn, das von unten durchzudrücken. Ja klar, direkt so, blasenfrei. So im Nachhinein. Ja. Obwohl oben durchziehen wäre wahrscheinlich auch so gegangen. Hättest halt jedes Mal oben richtig voll machen müssen, ne? Das Problem ist halt, dass du das hier unten nicht siehst, wann es blasenfrei wird. Jo. Weil da halt immer so viel noch, wenn du ziehst, der zieht halt lieber. Soll ich meine Kupplung ein bisschen pumpe? Ja, die müsste jetzt einmal frei funktionieren. Das ist. Ah ja, dann ging ja ratzifatz. Genau. Haben wir das schon mal fetch abgehakt.